Okay. Kinder, wir sind live. Wow. Hallo. Willkommen beim Live-Let's Play von Ala Mesa. Das habe ich schon angekündigt. Vorhin in meinem... das ist das Falsche hier. Warte mal, ich mache kurz hier rüber. Das hatte ich ja vorhin schon angekündigt, als wir über Mandu Games geredet haben, dass wir gleich noch das eine Spiel deutlich länger vorstellen in diesem Live-Let's Play, das wir jetzt machen. Ala Mesa. Und wollte ich auch nicht spoilern, worum es geht. Und auch die anwesenden Teilnehmer hier wissen nicht so richtig, worum es geht. Und haben sich einfach mal auf dieses kleine Experiment mit mir eingelassen. Mhm. Was ich ganz zauberhaft finde. Wir haben Rami, Marvin und Nadine. Nadine war vorhin schon im Stream als Bugfee. Marvin haben wir gestern schon gesehen beim Live Let's Play Mekane. Und Rami ist ganz fresh vom Stream. Genau. Ich bin von alleine gelassen. Ganz fresh von alleine gelassen. Ich bin Gast und ich möchte gerne etwas zu essen. Hm. Ich bin ein sehr anspruchsvoller Gast. Nadine kennt das. Wie gut, dass ich keinen Kuchen backen muss. Ja. Und ich möchte gerne, dass ihr mir das kocht. Und dazu ziehe ich zwei Karten aus einem Stapel, wo gar nicht mal so fürchterlich viele drin sind. Und dann gucke ich mir mal an, was ich gerne essen möchte. Und da sind immer zwei Seiten drin. Also ich hätte jetzt hier die Auswahl zwischen Seafood Mania, da will ich offensichtlich unbedingt was mit Fischen, und Fear of Seafood, das heißt, da möchte ich wohl offensichtlich keinen Fisch. Und dann habe ich noch die Karte Vegan und Meat Lover. Also offensichtlich sind es immer die Gegenteile. Und ich glaube, ich möchte gerne mal ein richtig, richtig cooles veganes Rezept von euch. Möchtest du einmal auf die Oberkamera? Ja, das kann ich gerne machen. Der ist aber groß, der Mann. Aber jetzt bist du aus dem Bild, genau. Ja. Das Problem, was ihr jetzt gleich haben werdet, ist, dass es eventuell nicht unbedingt alles vegane Zutaten sind. Da müsst ihr dann vielleicht ein wenig improvisieren. Bin ich sehr gespannt. Diese Zutatenkarten, die sind übrigens gar nicht mal so leicht zu mischen. Ich schalte mal wieder um auf Kamera 1. Seht ihr nicht, wie ich hier mich beim Mischen umbringe? Das sind so kleine, kleine runde Dinger, die hier durch die Gegend fallen. Ich würde fast sagen, also es steht jetzt in dem Ding nicht drin, aber ich würde fast sagen, wenn ihr tatsächlich, Alter, zu viele nicht vegane Zutaten habt, dann könnt ihr nochmal austauschen. Okay. Ihr kriegt jetzt auf jeden Fall erstmal vier Zutaten, aber die müsst ihr auch nicht behalten, sondern die werden gedraftet. Also ihr nehmt euch aus dem ersten Stapel Zutaten eine raus und reicht es dann an den nächsten Nachbarn den Rest weiter. Also sucht euch bitte was aus und bitte schön, Nadine. So. Und genau, da sucht ihr einfach raus, was ihr haben wollt und dann gebt ihr das bitte in die Richtung weiter und Nadine gibt es Rami. Was guckst du? Ja, ob das irgendwie ein Thema haben soll, so koreanisch oder? Es ist ein koreanisches Spiel, insofern könnte das sein, dass da diverse Zutaten drin sind, die dir etwas fremd vorkommen. Mhm. Ich, super, oder? Ganz toll. Also, na, du hast doch eben welche. Ich habe einen Stapel schon bekommen. Ja, ja, von dir bekommen. Sind ja drei Stapel im Spiel. Ach so, das ist schon die nächste Runde, aber ich bin zu langsam. Exakt, genau. Jetzt hast du es. Es gibt zum Beispiel eine Karte, die heißt Go Shu Yang. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Damn. Auf jeden Fall rot. Wobei, ob das klug ist, ich weiß auch nicht. Also, da gibt es so ein paar Sachen, die vielleicht für den handelseuropäischen Europäer nicht unbedingt. Obwohl, ich hätte Hello Oreos gehabt, ne? Also, so ist das nicht. Und ja, es gibt da so einige Sachen, die also ganz normal sind. Mhm. Oktopus hätte es aber auch gegeben. Und ja, da ist eigentlich ganz schön viel dabei. Mhm. Habt ihr alle eure Zutaten? Haben wir ja. Gut, dann geht es jetzt darum, dass ihr mir tatsächlich ein Essen zubereitet. Und ihr müsst es mir so zubereiten, also so schmackhaft zubereiten. Und
die ganze Zeit erklären, was ihr damit macht. Anna, also es reicht nicht, dass ihr vier Karten übereinander legt, sondern ihr müsst es schon mit Liebe, wirklich mit Liebe müsst ihr dieses Gericht zubereiten, denn das Gericht, was ich am allertollsten finde, das kriegt halt die meisten Punkte. Also ich möchte gerne ein schönes veganes Gericht von euch. Und ihr könnt hier alles benutzen, was hier liegt. Salz und Pfeffer haben wir. Ihr habt Salz und Pfeffer und ihr habt auch Öl. Öl. Ja. Und ihr habt also eine voll ausgestattete Küche. Da ist ein Schneidebrett ist da. Es gibt Töpfe. Ihr könnt den Wok benutzen. Da ist also tatsächlich, ihr könnt Sachen angrillen. Ihr könnt sie in den Ofen schieben. Also ja. Und ihr müsst natürlich auch, ne, also das geht nicht so, dass ihr die Sachen einfach reintut. Ihr braucht natürlich auch Messer und Schneebesen, ein Rührding, eine Reibe habe ich auch. Also da ist wirklich alles, was das Herz geht. Ich sehe keine Schöpfkelle, einen großen Löffel. Das ist bestimmt dieses hier. Das hat bestimmt also auch so ein Schöpfding. Ne? Ja, sonst nehme ich die Hand. Ja, sonst genau. Nimmst du die Hand. Gottgegebener Löffel. Willst du mir Suppe kochen? Weiß nicht, ob ich Suppe möchte. Ich koche hier mein eigenes Süppchen. Wer möchte denn mal anfangen mit der Zubereitung? Komm, Marvin. Du hast gestern schon Übung mit erzählen. Da kann ich mal gucken, was so abgeht. Ja, ich brauche gar nicht groß erzählen. Ich muss ja nur zeigen. Ja, Weil ihr werdet schon sehen, wie grandios das einfach ist. Und deswegen schalten wir mal um und gucken uns an, was Marvin jetzt für uns kocht. So, hau einen raus. Ja, meine sehr verderbten, meine sehr verdorbenen Damen und Herren. Meine sehr verehrten Damen und Herren, willkommen in Marvins Meisterküche. So ein Scheißangeber. Heute, jetzt gucke ich in die Kamera, obwohl da oben anders ist es auch. Heute möchte ich euch mein allerliebstes Lieblingsvegane Rezept präsentieren. Und zwar brauchen wir dafür nur vier ganz einfache Zutaten. Und zwar haben wir den schmackhaften Romana-Salat, meine Damen und Herren. Genau, einmal aus dem Publikum. Ja. Auberginen. Auberginen. Und einem veganen Rezept dürfen natürlich nicht die veganen Würstchen fehlen. Die veganen Würstchen. Wir lieben sie alle. Und wir kennen den Trend, Veganer möchten gerne ihr Essen dann doch auch gerne in fleischähnlicher Darreichungsform in veganer Variation bekommen. Darum können wir gar nicht genug fleischarme, fleischähnliche Produkte bekommen. Darum kommt auch noch ein veganes Steak. Also ganz ehrlich, ich bin so heiß auf gutes veganes Steak und es wird es noch geben während meines Daseins. Das weiß ich. Siehste. Und es, da freue ich mich sehr drauf. Ja, deswegen hast du dir ja auch den erste Reihe Platz an meiner offenen Showküche gesichert. Das vegane Steak und ist quasi auch frisch aus der Versuchsküche, ne? Also frisch aus meiner privaten Versuchsküche. Ja, durchaus. Ja, und wie bereiten wir das Ganze zu? Ich gehe ja immer gerne neue Wege. Mir ist diese ganze traditionelle Küche, da halte ich nicht viel von. Da halte ich wirklich überhaupt nicht viel von. Und darum wollen wir als allererstes in dieser großen Schüssel mal unsere veganen Würstchen geraspelt. Einmal schön geraspelt in diese Schale. So. Vorsichtig mit den Fingern immer, das wissen wir alle, die Reiben, die sind ungeahnt scharf. Dann ist nicht mehr vegan. Ja, ist nicht mehr vegan dann, ne? Musst du echt aufpassen. Wenn du dir die Finger damit reinmachst, ist es nicht mehr vegan. Das ist eben, deswegen doppelt Obacht, meine Damen und Herren. Vegane Gäste achten wirklich auf alles. So, wir haben die Wurst in geraspelter Form. Ich muss mal ganz kurz einen Disclaimer machen. Ja. Wir sind hier alle pro Veganer. Also unbedingt. Wir sind alle sehr, sehr, also wenn wir nicht sowieso Veganer sind, auf jeden Fall pro vegan. Es ist das Klügste, was man machen kann und das Schwerste, was man so durchziehen kann, muss ich sagen. Genau. So, okay. Ja, wir haben geraspelte Würstchen. Ja, wie großartig ist es, meine Damen und Herren. Wir haben geraspelte Würstchen.
jetzt, ich meine, man muss neue Wege gehen. Das bedeutet aber nicht, dass alle alten Wege von Grund auf schlecht sind. Wir nutzen auch mal das traditionelle Messer, um unseren Romana-Salat hier in mundgerechte Stücke zu schneiden. Den Strunk, meine Damen und Herren, den werden wir heute mitbenutzen. Da wird nämlich wieder Alternativküche, die Fusionsküche im asiatischen Raum, weiß man schon lange. Der Strunk des Romana-Salats gehört in jedes gute Essen hinein. Darum, der Strunk, den packe ich in die Fritteuse. Mhm. Der wird frittiert vorher natürlich, ich weiß nicht, haben wir also Frittierteig? Ja, also Pfeffer auf jeden Fall. Ja, und Frittierteig? Ja, nee, Frittierteig haben wir leider nicht. Ach so. Aber Fritteusen? Ja, wir haben Fritteusen. Ja. Alles also klar. Also auch ohne Frittierteig. Okay, genau. Tun wir so, als wenn es dasselbe Ergebnis hätte. Ja, alles klar. Strunk in die Fritteuse. Blätter erst einmal beiseite stellen. Ja? Da könnten jetzt böse Zungen behaupten, der Koch wüsste noch nicht, was er damit tun soll. Aber Sie werden überrascht sein, meine Damen und Herren. So, kommen wir natürlich als nächstes zur Aubergine. Sie wissen, Aubergine, sehr bauchig, sehr fülliges Gemüse. Da ist viel Platz. Da ist eine Menge Platz in so einer Aubergine, meine Damen und Herren. Darum, hier verzichten wir auf den Strunk, da sind Blätter dran, die meines Wissens nach giftig sind. Da wollen wir erstmal gar nichts mit zu tun haben. Die entfernen wir ganz schnell, das wird mir der Gast wahrscheinlich auch danken. Ja, genau. Ja, mhm, ja, sehr so. Schön. Genau, der Strunk ist weg. Nun höhlen wir mit diesem Löffel, das ist der einzige Löffel, den ich zur Verfügung habe, beziehungsweise eigentlich ist der Salzstreuer ganz wohl geformt, um in die Öffnung der Aubergine hineinzugehen und durch eine schöne Drehbewegung, die eigentlich auch schon dafür sorgt, dass das Salz auf der anderen Seite rauskommt, auf die geraspelten Würstchen haben wir das. Wir müssen auch Zeit sparen, meine Damen und Herren. Wir haben ja auch noch zwei andere Gassenköche. Ich weiß schon, dass die nicht ganz so lange brauchen werden. Weil das, was die verzapfen werden, da braucht man nicht viel Zeit. Das ist ganz klar. So, wir also im haben Gegensatz zu dir haben die anderen beiden aber schon mal was gekocht in ihrem Leben. Du, mir wurde gesagt, es geht hier um Kreativität. Mhm. Ist auch voll gut, wenn du lang brauchst, dann können wir uns schon ja, genau, überlegen. Ja, exakt, das ist doch mein Gedanke. Das ja, ist doch mein schlau. Gedanke. Jetzt wird's hektisch. So, ausgehöhlte Auberginen, geraspelte vegane Wurst und Romana-Blätter. Ich glaube, Sie wissen, worauf es hinausläuft. Jeder sieht, was das hier werden könnte. Wir haben gesalzene, geraspelte Wurst. Wir pfeffern sie natürlich auch noch, denn erst Pfeffer bringt so richtig Pfeffer in ein Gericht. Nun, geraspelte Wurst aus, ich trage eigentlich Handschuhe natürlich, aber ganz Corona-konform lasse ich trotzdem die Finger davon. Mit dem Löffel füllen wir die geraspelte Wurst in unsere ausgehöhlten Auberginen und fügen unsere Romana-Salatstücke nach und nach hinzu. Das können Sie schichten. Schichten ist Ihnen ein Begriff. Erst ein bisschen geraspelte Wurst. Dann einfach Stücke Romana-Salat, dann wieder geraspelte Wurst, dann wieder Romana-Salat. Und wie, meine Damen und Herren, schließen wir die Aubergine? Mit dem frittierten Romana-Strunk. Sie haben es erraten. Wir holen den jetzt bereits fertig frittierten Romana-Strunk aus der Fritteuse und stopfen unsere gefüllten Auberginen damit. Das klingt so gut, ich möchte es gleich essen. Siehst du, das war doch das Ziel. Und legen die Auberginen auf unseren vorgeheizten Grill.
Dort lassen wir sie ungefähr 10 Minuten bei 150 Grad auf dem Grill. Zwischendurch natürlich das Wenden nicht vergessen. Erinnern Sie mich gerne den Chat daran, meine Damen und Herren. Dann vergesse ich das auch nicht. Denn nun muss ich mich natürlich... Ach, Mensch, ich bin wieder zu sehen. Nun muss ich mich natürlich noch dem veganen Steak widmen. Und Sie haben es sich wahrscheinlich schon gedacht. Die Auberginen sind natürlich die Beilage. Die Beilage immer am besten zuerst machen. Dann hat man während der Zubereitungszeit der Beilage genug Zeit, sich um die Hauptzutat zu kümmern. Das vegane Steak. Und... Ja, was soll ich damit noch kochen? Ich würde es erstmal klopfen. So. Ja, der Gast möchte es jetzt geklopft haben, aber unsere Experten im Chat wissen natürlich, veganes Steak gehört nicht geklopft normalerweise. Aber der Kunde ist König, meine Damen und Herren. Darum lasse ich mich jetzt darauf herab, dieses vegane Steak mit diesem Nudelholz ein wenig zu klopfen. Aber seien wir ganz ehrlich, ich habe nicht wirklich doll zugeschlagen, um dann doch am Ende das beste Ergebnis zu erzielen, meine Damen und Herren. Und nun, da der Grill belegt ist, da ist kein Platz mehr, nehmen wir jetzt für das... Achso, das ist auch... Nee, das ist der Herd dann, ne? Mhm, gut, genau. Sehr schön. Das ist der Herd. Sehr schön. So, wir erhitzen... einen Esslöffel Öl in einer Pfanne. Wir haben unseren Gasherd jetzt so auf Stufe 8 gestellt. Ich weiß nicht, ob man Gasherde auf Zahlen einstellt oder ob das nur bei Induktionsherden funktioniert. Sagen wir mittlere Flamme, bisschen mehr zur vollen Flamme. Irgendwo da. Wir warten einen Moment, bis das Öl erhitzt ist. In der Zwischenzeit pfeffern und salzen wir das Steak. Pfeffer. Salz. Wenden. Salz. Pfeffer. Und nun? Ja, ich höre es brutzeln, meine Damen und Herren. Ein alter Trick aus dem Haushaltslehrerunterricht, einen Holzlöffelstiel in das, in das Öl stecken, meine Damen und Herren. Und wenn Bläschen an dem Stiel entstehen, dann hat dieses Öl die perfekte Temperatur. Und an diesem Punkt befinden wir uns nun. Oh, oh ja, oh ja. Das ist... Der Gast, der Gast ist wohl eben auf Toilette verschwunden, um Platz zu schaffen für dieses herrliche Mahl. So, jetzt haben wir reingehen, ich habe nämlich Hunger. Alles klar. Gut, wir brutzeln das Steak von einer Seite, wir brutzeln es von der anderen Seite, meine Damen und Herren. In der Zwischenzeit haben wir natürlich auch, Sie haben es im Chat wahrscheinlich geschrieben, die Auberginen mehrfach gewendet, mehrfach. Bis sie von allen Seiten wirklich grandios angebräunt sind. Einige schwarze Stellen, aber das passiert bei einer Aubergine schnell. Die ist ja von Grund auf auch schon lila. Da ist es zur schwarzen Färbung nicht allzu fern. Und da, ja, unbedingt auch nochmal auf den Grill. Nach dem Braten nochmal grillen, meine Damen und Herren. Das gibt dem veganen Steak erst die restliche Finesse. Okay. Ja, das angerichtet. Ja, ich denke auch. Mhm. Vielen Dank. Ja, haben Sie Besteck dabei? Ja, ja, habe ich immer. Ne, ich habe meine Stäbchen immer dabei. Perfekt, alles klar. Dann vielleicht noch einmal auf mich schalten zum Abschluss. So, die Pfanne hier vom Herd. Abwaschen, nicht, ne? Dass, ja, ab, sehe ich nicht. Hier ist nicht von Abwasch die Rede. Das gefällt mir ganz gut, tatsächlich. Kein Spülbecken da. Ja, Sie haben gesehen, gibt es einen Namen für das Rezept? Ich überlege. Gefüllte Aubergine am... Soja. Nee, das wäre völlig unkreativ gewesen.
Am Sojalamm. Ja, so, okay. Am Sojalamm. Genau. Alles klar. Das war's. Vielen Dank. Ein Sirloin veganes Steak vom Lamm. Exakt. Das Sojalamm. Gut. Das gute okay. Sojalamm. Na dann, ich warte noch kurz, ob ich das esse und guck mal, ob was Nadine mir so kocht. Ne? Sehr gerne. Vielleicht, genau, vielleicht ja. tauscht ihr den Platz. Oh, das ist wahrscheinlich wirklich ja. sehr, sehr gut. Dann muss da nicht so rübergedingelt werden. Danke sehr. Und jetzt ist Nadine dran und bin übrigens noch nicht ganz so richtig geflasht. Also, was? Ja, nee. Ich bin super geflasht. Also, du bist super geflasht. Also, wie gut, dass es den Zuschauervote gibt, meine Damen und Herren. 015234011706 und die Endziffer 1 für Marvin. Jetzt wählen Sie jetzt, meine Damen und Herren. Okay. Schaut sie jetzt mal hier. Ja, alles klar. Ich versuch's. So, wollt ihr zuerst wissen, welche Zutaten ich ja, also ich bin sehr gespannt, welche Zutaten du hast. Ich habe Pilze, Zitronen, Radieschen und Sojajoghurt. Das ist aber schon clever gewesen, ne? Hast du den Sojajoghurt in der ersten? Nö, in der letzten. Aber dann dachte ich mir so, ist ja verrückt. Ich habe Sojajoghurt. Die alle kein Sojajoghurt. Ja, ist verrückt. Wenn ich ja, könnte, ich habe irgendwie gedacht, okay, ja, das wäre ein verfehlte Zutat, weil es halt nicht vegan ist. Und dann hast du festgestellt, so ein Steak. Ja, verstehe. Ja. gut, was haben wir denn? Ich muss mich gerade erstmal ein bisschen orientieren, was wir hier alles zur Verfügung haben. Mhm. Kennt sich nicht aus in der Küche, man sieht es. Ist ja auch eine Testküche. Ich fange erstmal mit der Sache an, die am meisten Zeit erfordert. Ich werde nämlich diese Schüssel benutzen und eins dieser Tücher. Ich würde sie auf den Tisch stellen. Naja, aber ich wollte jetzt auf die Tücher noch. Ne? Ah, okay. Eins dieser Tücher in die Schüssel und da kommt jetzt erstmal der ganze Sojajoghurt rein. Mm. Aufs Tuch? Weil, ja, was wir wissen nämlich, wenn man Sojajoghurt in ein Tuch gibt, kann man den abtropfen lassen und hat hinterher so ein bisschen quarkiges. Ja, guckst du. Ist das echt ein Geheimtipp von der Backfee? Oder? Ja, das habe ich gelernt. Ja. Wie man Sojaquark herstellt, um daraus wieder veganen Cheesecake zu machen, funktioniert so mittel. Also, naja. Okay. Das dauert jetzt erstmal eine ganze Weile. Mhm. Ich glaube, regulär setzen wir dafür diverse Stunden an. Aber ja. Es macht nichts. In der Zwischenzeit bereiten wir diese wunderbaren Pilze vor, die jetzt erstmal von ihren Stielen getrennt werden, kunstvoll, wie ihr sehen könnt. Also es sind natürlich ein paar mehr. Könnt ihr das ja, machen? Klar. Dann drehen wir diese armen kleinen Pilze auf ihren Deckel. Wir werden sie nämlich füllen. Verrückt, ja. Ist Fülltag. Das hat er mir leider du vorgegeben. Du sollst ja auch gefüllt aber, werden. Ja. Gefüllte Champignons sind super. Also ich liebe gefüllte Champignons. Du bist ganz weit vorne. Ich weiß, ich habe auch mal gefüllte Champignons. Ich kann das und du ja. weißt. Oh, ja. ja, ich weiß, dass du Champignons füllen kannst, unter anderem. Gut, die Champignons sind vorbereitet. Die setzen wir, glaube ich, einfach schon mal. Die setzen wir schon mal vorsichtshalber in diese kleine Pfanne auf ihre Deckelchen. Ja. Stellen die kurz beiseite, denn nun werden wir auch noch die kleinen Radishes klein hacken. Ja, ja. Wir machen ja. die ziemlich klein. Ja. Ich nehme von mir. Ja. Man hätte auch die Raspeln nehmen können, aber halt. Nee. Du hast auch die Finger und so. Ich bin ja, okay, stimmt. Ja, klar. Die sind ja auch echt klein. Oh, ja, die sind ja auch ein bisschen. Oh, da war aber ein Stück von meinem Finger. Oh, Quatsch. Nee, okay. Erzähl doch nicht. Ja, schade. Ah, zwei Finger sind mit drin. Schau mal. Ich gebe sie freiwillig, dann ist es trotzdem vegan, oder? Ja, ja. Okay. Die wiederum, jetzt haben wir, was ist denn hier? Schüsseln ist ein bisschen. Ne? Du hast ja schon eine Schüssel benutzt, ja. Also das ist tatsächlich da eher so. Da tropft halt jetzt dieser Joghurt. Aber hier stehen zwei offene Töpfe und da hast du. Oh, ach nee, das ist nur der Deckel, oder? Ja, ja aber da steht. Noch den aber trotzdem hast du ja, ich nehme die Töpfe. Ne? Genau, da hauen wir jetzt mal. Wir nehmen mal dieses kleine Beil, um das hier alles ein bisschen einzusammeln. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich in Stunden. So, ne, wie in der Profiküche. Mhm.
Ja, das sind jetzt die sehr kleinen gehackten Radieschen. Ja, die wir jetzt auch noch ein bisschen würzen werden mit den Zitronen. Mm. Nicht mal hier eine Zitronenpresse haben wir. Ja, das machst du noch gar nicht. Das stimmt. Also, hier ist zwar schon eine angeschnitten, aber wir nehmen eine frische. Ja. So. Haben wir eigentlich eine Zeit? Nehmen wir die Zitrone. Okay. Ah, juhu, nehmen die Zitrone, pressen sie über die. Oh. Pressen sie. Hat sie Chaos. Pressen sie ein wenig in die Radieschen. Zu sehr im Spiel. So. Sie hat vielleicht die Karte etwas zerquetscht. Na, nur ein bisschen. Ja, ja, ja. Rühren das Ganze. Gründlich um. Mhm, ja. Und inzwischen ist natürlich auch dieser Soja-Joghurt getropft und hat eine quarkähnliche Konsistenz angenommen. Schwupp! Aus dem Schüsselchen hinein zu den Radieschen, zitronigen Radieschen. Jetzt kommt auch noch ein bisschen Salz dazu. Die Öffnung ist da unten. Stimmt. Und ein bisschen Pfeffer. Da ist die Öffnung auch unten. Mhm. Wunderschön. Ich mache das mit Geräusch. Hast du das mit? Hast du es mitgekriegt? Ja, stimmt. Stimmt. So, gewürzt, umgerührt. Mhm. Ist ja ein bisschen. Mhm. Ja. Du willst die Champignons füllen, also die Pilze. Das ist mir schon klar. Als ich die genutzt habe, waren die noch geölt. Da haben die kein Geräusch gemacht. Ich nehme jetzt diesen Topf, mangels einer weiteren Schüssel. Mhm. Ich habe ihn, also. Ja, du hast den Topf. You know. Ja. So. Und fülle jetzt löffelchenweise diese Champignons. Mhm. Ich glaube, es sind fünf. So. Und die kommen jetzt, Achtung, samt Pfanne in den Ofen. Dem die Pfanne gerade so reinpasst. Ja, das ist wie dafür gemacht. Das ist ein Schaum. Die Klappe schließt zwar dann nicht mehr, aber hey. Wir heizen nicht für draußen. Das macht auch viel. Ist halt auch ein bisschen kalt jetzt hier. Die müssen jetzt ein bisschen. In der Zwischenzeit kümmere ich mich um den Abwasch. Ah, ja, danke. Nicht wie hier vorher. Ja, genau. Und du machst das in der Fritteuse? Schon. Ja. Ich mach das abseits. In der Spülmaschine. Da ist ein Loch drin, wenn die. Achso, hier ist okay. Wenn da was durchfällt, kann ich es einfach unter dem Tisch wieder hervorholen. Das muss halt auch ablaufen. Aber. Ja, stimmt. Ablaufen. Ja. Also, ist das denn jetzt ein Gericht? Das sind natürlich gefüllte Champignons. Da muss man noch was zu. Das kommt ja auf die Menge der Champignons an, ne? Fünf, hat sie gesagt. Ja, also mit so dicke Champignons. Hallo, also Vorspeise, was willst du mit Quark gefüllte Champignons, die können schon ganz schön satt machen. Ich esse ja auch immer nicht so viel auf einmal. Ja. Ich habe das Gefühl, sie sind parteiisch, aber ich bin denn tatsächlich, wie gesagt, ein großer Fan von gefüllten Champignons, aber ja, hey. So. Dann würde ich sagen, ja. Sieht auf jeden Fall sehr lecker aus, was du da gekocht hast. Diese gefüllten Champignons mit. Ist gar nicht so einfach anzurichten, aber hier. Veganem Radieschen-Soja. Hervorragend. Mhm. Vielen Dank. Sehr gerne. Ja. Ich hoffe, es mundet. Ja, das werden wir dann sehen, wenn ich es esse. Und damit kommen wir zu Rami, der jetzt. Hier. Sollen wir auch mal tauschen? Ja, ich zeige euch mal kurz vor. Erstmal Applaus hier dagegen. Ich bin ja ein fairer Mitspieler. Ne? Im Gegensatz. Vielleicht esse ich auch einfach alles hintereinander. Und das war gerade die Vorspeise. Und ne? Das könnte ja auch sein. Aha. Ja. Aha. Ja, durchaus. Das heißt, du machst jetzt den Nachtisch. No pressure. Kein Problem. Kann man auch als Nachtisch verzehren. So, meine Zutaten. Du bist gerade vor. Wir sind da, aber wir können gerne umtauschen. Ja, nur damit man meine Zutaten vielleicht sieht. Ich habe hier Tomaten, Chilis, vegane Eier natürlich und einen ganzen veganen Truthahn. Kommen die Eier von der Truthahn? Den haben wir gut hingekriegt. Die veganen Eier habe ich schon in stundenlanger Arbeit vorher vorbereitet. Die habe ich selbst aus Kalk und Sand geformt und gefüllt mit veganem Eiersatz natürlich. Mhm.
Ich habe neulich mal tatsächlich sehr interessiert zugeguckt, wie man veganes Spiegelei macht. Also ohne Mist jetzt. Also ohne Quatsch. Also die haben dann wirklich ein veganes Spiegelei gehabt. Ohne Ei. Ohne Ei, natürlich ohne Ei. Es sah sehr, sehr spannend aus. Ich weiß nicht mehr, welche Zutaten das waren, aber ja. Ich glaube, Aprikose in der Mitte. Da ist Schwefel drin. Das hat dieser Irgendwas, was diesen typischen Eigelb. Es war auf jeden Fall auch ein Eigelb, was dann so zerflossen ist und sowas. Es sah schon sehr gut aus. Und war super aufwendig. Ja, das war super aufwendig. Es hat auch irgendwie ungefähr 3 Tage gedauert, circa gefühlt. Aber nee, fand ich schon sehr, sehr spannend. Ja, darin bin ich halt Experte und habe direkt meine Eier vorher vorbereitet. Ja. Ich fange natürlich damit an, den Strunk von den Chilis abzumachen. Mhm. Hast du dir Handschuhe angezogen, Junge? Ich habe sie desinfiziert. Nein, Chilis. Ich meine, fass dir jetzt nicht mehr in die Augen, ne? Oder sonst schon aufpassen. Ja, ich mag das aber ganz gerne. Ich stehe als Schmerz. Pass auch für deine Eier anfassen. Jeder stellt sich bildlich vor und jetzt ist es auch wieder gut. Ja, okay. Der Strunk von den Chilis ist ab und dann presse ich sie mit der Rolle natürlich aus, um die ganzen Kerne rauszubekommen. Mhm. Geheimtechnik. Und die Kerne packe ich dann in eine Schüssel und die. Ja, ist halt irgendwie schwer, die Karte zu teilen. Kerne packe ich in die Schüssel und hebe ich mir für später auf, genau wie die Chilis. Dann höhle ich die Tomaten aus. also erstmal schneide ich den Strunk ab. Es gibt gefüllte Tomaten. Ich dachte, es gibt gefüllte Tomaten. Dann höhle ich die Tomaten aus und packe den zu den Kernen in die Schüssel. Also diesen Schlons von den Tomaten. Genau, aber ja, die Tomaten klar. Und die Chilis behalte ich halt klar, noch klar, hier. Klar. Dann rühre ich halt ganz kräftig um. Ja. Suppe. Nee. Ja. Nein. Aber Tipp. Dann. Soße. Dressing. Nee. Nimm mir noch nicht alles vorweg. Diesen Schlons fülle ich dann zurück in die Chilis. In die Chilis? In die Chilis. Okay. In die Chilis. Warum hast du die Kerne vorher rausgeholt, wenn sie jetzt wieder? Damit ich sie mit dem Tomatenschlons mischen kann und sie dann wieder reintun kann, damit es eine gut verteilte Mischung ist. Alles getrennt reinstopfen und schütteln. Ich bin ja kein Anfänger, der das schichtet. So, ne? Ich schichte das ja nicht, sondern ich mische das alles sehr gleichmäßig und so wie es sich gehört. Genau, dann habe ich die gefüllten Chilis und nehme erstmal, ich habe den Grill, Pfannen brauche ich nicht. Dann grill ich die erstmal nebenbei. Mhm. Genau. Währenddessen klopfe ich die Eier auf. Zerteile sie über Nadine, weil ich sie den Inhalt gar nicht brauche. Haarpflege und sowas. Sondern nur die Eierschalen, tatsächlich. genau. Das wären winzig kleine Suppenschüsseln. Dreh zwischendurch die Chili einmal. Ja, die müssen auch nur ganz leicht angaren. Die hole ich direkt wieder runter. Und dann reibe ich sie. Ja. Anschließend reibst du sie. Ja. Das ist Geheimtechnik. Dann reibe ich die Chilis mit der Füllung, damit ich einen neuen Schlons habe, den ich. Ich sehe Tomaten. Dann rühre ich halt erst so ganz lange. Dann rühre ich das alles an. Oh, nimm mir doch nicht alles vorweg. 2 Jahre lange Planung, okay? Es gibt nämlich doch Gefühl. Alles dauert. Man kennt das ja, so ein Tomaten. Ja, toll, jetzt wurde gespoilert. Ich fülle das in die Tomaten rein, ja. So, jetzt ist der Schlons alles zusammen in den Tomaten drin. Mhm. Und die kommen dann für eine halbe Stunde in den Ofen. Ich hab gedacht, du reibst sie jetzt. I'm so sorry.
für eine halbe Stunde bei 20 Grad Celsius. Und wir sehen uns wieder in einer halben Stunde. Bis da die Tomatengas sind. Genau, Flash Forward, wir spulen mal kurz vor. Mhm. Tomaten sind. Tomaten sind fertig. Ich hole sie raus und nehme das Beil und hack sie. Ganz, ganz fein und klein. Und fülle sie in die aufgeschlagenen Eierschalen. Ich habe das Gefühl, ich werde nicht Letzter. Hey. Genau. Der Vorteil, wie ich die Eierschalen zubereitet habe, ist, dass man sie ganz entspannt aufklappen kann und anschließend auch wieder zuklappen und sie einfach nur mit einer Schicht Wasser wieder verkleben kann. Genau. So. Jetzt sind die Eier gefüllt mit den Tomaten Chili-Schlons. Also die Eierschalen sind gefüllt mit genau, den Tomaten. Ja, genau, die Eierschalen. Hab sie wieder zugemacht. Nehme jetzt den veganen Truthahn. Brauchen. Wo sind die Gewürze hin? Ach da. Brauche nur ein bisschen Pfeffer. Nadine hat die bisschen gut gemacht. Salz. Entschuldigung, das ist. Also. Bisschen Öl drüber. Schön richtig massieren. Einmassieren. Dafür kann man sich auch schön 20 Minuten Zeit lassen. 20 Minuten später. Fast forward. Ich würde nur sagen, bei mir im Hauptjob geht es manchmal schneller. Mit dem Massieren? Okay. Oh, wir wollen keine Idee. Dann nehme ich die gefüllten Eierschalen und schiebe sie in den Truthahn rein. Alle zusammen. Und das kommt jetzt einfach alles zusammen in die Fritteuse. In die Fritteuse? Ja. Damit deswegen haben wir auch eine. Der in so eine Fritteuse gepasst. Oder eine sehr große Fritteuse. Ja, wir sind auch eher in der Show. Das ist eine Industriefritteuse. Genau. Aber vegane Truthähne sind ja auch viel kleiner als nicht vegane Truthähne. Richtig. Ja, die kriegen ja. Das ist sehr diskriminierend gegenüber veganen Truthähnen, oder? Wieso klein? Also ich mache meine veganen Truthähne immer sehr groß, immer so in 5 Kilogramm. Mm, aber klein heißt ja nicht unbedingt schlecht. Nee. Die sind geschmackhafter einfach, weil sich der Geschmack ja konzentriert auf weniger Masse. Ja, aber ich bin eher so ein Mensch, mehr Masse und weniger Geschmack. Ja. Genau, aus diesem Grund kriegst du halt auch das fertig frittierte Hähnchen. So wie sie ist. Truthahn, genau. Du hast es gerade mit der Hand aus der Fritteuse geholt. Ich bin halt wild. mach noch ein bisschen Olivenöl drüber. Genau, und dann kriegst du halt direkt einen 5 Kilo Truthahn. Yummy. Ja, das ist ja ganz fantastisch, was ihr hier da gemacht habt. Und kann ich einen Löffel haben? Ach, ich habe ja meine Stäbchen. Ne? Und ich werde jetzt mal dieses Essen probieren. Also ich probiere jetzt, glaube ich, als erstes mal, weil sieht ein bisschen mehr nach Vorspeise aus, so einen gefüllten Champignon so. Mhm. Wie Zitronensaft drin. Nein. Ich finde es ganz schön sauer, ehrlich gesagt. Aber gut. Schluck Wein. dann gehe ich mal zu den gefüllten Auberginen, von denen ich inzwischen schon fast nicht mehr weiß, was da drin ist. Geraspelte vegane Wurst und Romana-Salatblätter. Bei den geraspelten veganen Würstchen habe ich mich die ganze Zeit gefragt, warum du sie geraspelt hast und sie nicht einfach so ihre Haut rausgedrückt hat, wie jeder andere normale Mensch. Aber hey, es ist ja eine kreative Küche. Ne? Also es schmeckt bestimmt anders, als geraspelt ist. So. Garantiert. Ja. Warte kurz. Oh. Das ist ganz lecker. Ich nehme mal ein Stück von dem Steak. Was mit Stäbchen nicht geht übrigens. Das ist schwierig, ja. Oder ich nehme das ganze Steak das mit dem Stäbchen. Und, ja, köstlich auf jeden Fall. Und jetzt fangen wir mal an mit dem Truthahn. Den kann ich mit meinen Stäbchen auch ganz wunderbar auseinanderziehen halt so und zerren. Ja, der ist sehr, sehr zart. Und die Füllung quillt da schon so vor. Ja, ja. Flup, flup. Und dann nehme ich mal ein bisschen so Crunch. Ja, die sind ganz zart. Die Eier sind nicht so zart, ehrlich gesagt. Die habe ich selbst gemacht. Wenn die frittiert sind, dann. Ja, ja.
Also ich glaube ja, mir hat tatsächlich das, ich weiß gar nicht, wie ich mich entscheiden muss. Lass mich bitte nicht gegen die gefüllten Champignons gewinnen, das wäre wirklich nicht gerecht. Also ich glaube, also ich habe ja hier so eine Skala, die ich euch bewerten kann. Ne? Ah. Ja, und zwar lautet die Skala wie folgt. That's exactly what I wanted. Also genau so. Das, was ich eigentlich wollte. Und bekommst du... die Karte als Belohnung. Und zwar sind das die Champignons. Ja. Die sind genau das, was ich wollte, also bekommst du diese Karte als Belohnung. Danke. Danke. Und jetzt gibt es allerdings auch the guest chooses the recipe that to them looks the most delicious, auch wenn es nicht so ganz passt. Und da ist ja tatsächlich, also ich muss ja ganz ehrlich sagen, vegane Truthähne gibt es halt nicht. Hä, hey, doch, wirklich. Nein. Ja, also Krami passt schon. Also das sieht auf jeden Fall deliziös aus und du bekommst so ein Teilnehmerkärtchen. Teilnehmerkaffee. Hier, bitteschön, so. Und dann bekommst du also das ist ja auch nicht so schlecht, ne? Du bekommst dann halt 2 Punkte so. Ich? Und ja. Normalerweise ist es, glaube ich, so, dass man... Marvin. Normalerweise ist es, glaube ich, so, dass man jetzt tatsächlich so mehrere Rezepte kocht und dann derjenige, der die meisten passenden Rezepte hat, der bekommt dann halt so die meisten Punkte und so. Ne? Aber wenn wir das jetzt noch, wenn wir jetzt noch ein Rezept kochen, dann ist es 22 Uhr und dann bestimmt mindestens. Oh ja, schon in der Tat. 12. Und insofern würde ich fast sagen, wir belassen es hierbei. Ich würde nur ganz kurz eine Anmerkung machen, du hast mein Gericht falsch gegessen und deswegen war es halt auch nicht so genießbar. Ich habe das falsch gegessen? Natürlich, jeder kennt das Gericht, mit gefüllte Füllung, mit Füllung drin. Und man nimmt halt die Eier erstmal raus, schlägt sie auf und hat dann halt einen Schlons da. Ja, das hätte man halt auch sagen müssen. Das weiß doch jeder. Entschuldige, also ich hätte die Eier rausnehmen müssen und über den Truthahn aufschlagen müssen. Ja, also wenn du jemanden hier eine Pizza servierst, sagst du dem ja auch nicht, das isst man nicht als Rolle. Ja, okay, das ergibt nämlich so viel, das ergibt so viel mehr Sinn. Also die Eierschalen isst man natürlich halt nicht mit, klar. Mhm. Okay, das ist deutlich besser. Aber ey, ich meine... Du hast doppelt so viele Punkte wie ich und sie hat auf Eierschalen herumgekaut. Und da war der einzige Kommentar, oh, bisschen viel Zitronensaft, ne? So, und bei mir war einfach nur, oh ja, das ist ja ganz lecker. Ach ja, das ist ja auch ganz hervorragend. 2 Punkte! Ist da jemand ein schlechter Verlierer? Ich habe applaudiert für dich. Ich habe vorher schon gesagt, lass mich nicht gegen die Champions gewinnen. So, das wäre Quatsch gewesen. Also ich glaube, das war mir einfach... Besser ist also das ist nicht schlecht, aber ich stehe halt wirklich mehr auf gefüllte Champions. Es ist einfach eine Tatsache. Also gefüllte Champions sind echt geil. Es ist einfach Subjektivität. Vielleicht hatte ich da auch einen gewissen Bekanntschaftsvorteil. Ja, ja. Also das ist tatsächlich, wenn du Champignons und was auch immer gefüllt hättest, ich glaube, da wärst du auch tatsächlich ganz weit vorne gewesen. Wenn ich denn Champignons gehabt hätte. Weil du hattest halt Auberginen, ne? Ja. Habe ich halt direkt weggesnickt. Genau, ich finde es übrigens extrem interessant, dass ihr alle Dinge gefüllt habt, obwohl ich nichts Gefülltes bestellt habe. Es gibt bestimmt eine Karte, irgendwas mit... Du hast auch gar nichts bestellt. Doch, ich habe was Veganes bestellt. War es nicht vegan? Wir können dann mal erzählen, was es so gibt. Also wir hatten ja vorhin schon Seafood und Fear of Seafood. Delicious Morning, very original. Lazy Teeth, also etwas, wo man nicht viel kauen muss. Was ist das Gegenteil bei dem... Achso, very original war eins und dann war Breakfast. Delicious oder Morning. Sind zwei... Aha. Okay. Hands on it oder Lazy Teeth, also irgendwas, was man mit Händen... essen kann und das andere muss man vielleicht nicht so viel kauen. Grill-Lover, also viel Gegrilltes oder Soup-Lover. Dann haben wir Super Sweet, das hätte ich mir interessant vorgestellt, diese Zutaten. Hot and Spicy wäre natürlich gut gewesen. For My Health und For My Instagram. Das sind die Kategorien, die man so hat. Genau, und es gibt wirklich zahlreiche
Du kannst ja hier nochmal so quer über den Tisch verteilen. Das sind so die Zutaten, die wir haben. Das sind nämlich gar nicht mal so wenige. Jetzt die Vegas. Also vielleicht einmal nur so, genau, so einmal so über den Tisch ausbreiten. Es gibt sehr, sehr viele Zutaten und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das Spiel relativ witzig. Aber ich glaube, ich würde es witziger finden, wenn die Zutaten nicht gedraftet werden, sondern einfach vier zufällige Zutaten und dann muss jeder zusehen, was er damit anstellt. Ja, oder man darf sich tatsächlich irgendwie gleichermaßen aus diesem Pool nach und nach wirklich das nehmen, was man möchte, bis zu vier Zutaten. Na, das ist ja zu dann, einfach. Dann ist naja, es ja. Ja, aber dann haben alle drei auch dieselben Ausgangsvoraussetzungen. Und dann geht es wirklich darum, daraus dann immer noch das Beste zu machen. Also ich denke, ich würde es am witzigsten finden, wenn jeder einfach zufällige Zutaten kriegt. Und da würde ich dann vielleicht auch sagen, ihr kriegt sechs und vier davon müsst ihr verwenden oder so. Dass man so ein bisschen so Dings hat. Aber das kann man ja machen, wie man mag. Das ist ja das Gute. Ja. Klingt auch gut. Ist natürlich, ich bin mir nicht sicher, für welche Gruppe dieses Spiel tatsächlich geeignet ist. 4 bis 8 Jahre. Ihr wart älter und wir hatten alle Spaß. Total. Also ich finde auch. Hatte aber was von so Kinderküche. Das tatsächlich so. Ich hatte auch schon überlegt, ob man das vielleicht ein bisschen aufrüstet mit noch so ein paar anderen Sachen. Ich finde es süß gemacht auf jeden Fall. Also gerade vor allem der Herd ist echt niedlich. Und in dem, also es gibt hier tatsächlich auch noch ein Rezept, Korean Beef Seaweed Soup. Das ist also wirklich in dem Spiel noch mit drin. Ich kann nochmal hier hochschalten. Da ist also auch noch ein Rezept mit drin in dem Spiel. Genau. Das ist schon ein bisschen witzig, ne? Also da sieht man auch, was er da reintut. Also Rind, Seetang, Knoblauch und Chili. Ja gut, wenn man es hat, dann kann man es auch reintun, ne? Ja. Und innen drin, wenn du noch mal einmal aufschlägst, da ist dann auch noch, das ist Tortilla de Patatas, also hier Kartoffeltortillas fürs Frühstück. Da ist nämlich auch nochmal ein Rezept. Und die Rezepte kann man, glaube ich, dann auch echt quasi nachgucken, kochen. Das dürfte wahrscheinlich gehen. Ja, ich könnte mir vorstellen, es kommt wirklich ein bisschen darauf an, ob du das Spiel ernst nehmen willst oder ob du Quatsch machen willst. Und wie viel du vorher schon getrunken hast. Und, verdammt, wir hätten den Kochwein daneben stellen können. Ja, wir hätten auf jeden Fall den Kochwein daneben stellen müssen. Vielen Dank fürs Zuschauen bei Ala Mesa. Und das nächste Mal, wenn wir das machen, suche ich einfach so vollkommen crazy Zutaten raus und guck mal, wie ihr damit klarkommt. Wobei ich sagen muss, einige von euch hatten natürlich auch schon es etwas schwieriger als jemand, der von Anfang an nur vegane Sachen am Start hatte. Ne? Also sogar der Joghurt war vegan. Glücksspiel und ja, so. Ja. Hm. Ja, schon klar. gut. Wir verabschieden uns für heute. Auch bei uns drüben wird nicht mehr sehr lange gespielt. Eine Dreiviertelstunde. Und dann machen wir morgen weiter. Und morgen... Chatverbindung abgebrochen. Chatverbindung wiederhergestellt. Alles klar. Morgen fange ich erst um 11 Uhr an zu streamen und da mache ich was? Da mache ich erstmal ein Interview. Und zwar ist das ein geschaltetes Interview mit Uwe Bosig von Skellig Games. Der wird uns zugeschaltet, also der sitzt quasi bei sich. Und das machen wir über eine Discord-Zuschaltung. Also der ist nicht anwesend. Und anschließend schalten wir auch bald rüber zu Rita Model. Die hat dieses Jahr King of 12 gemacht und man kennt sie vielleicht vom letzten Jahr noch von Man at Work. Und dann schnacken wir noch ein bisschen mit Rita. Und ich glaube, ich muss mich noch vorbereiten. Rita hat nämlich in den letzten 2 Tagen vermutlich ungefähr 27 Interviews gegeben, gefühlt. Und da muss ich mal gucken, ob ich noch irgendwelche Fragen finde, die sie noch nicht beantwortet hat. Ja, das wird ab einem gewissen Punkt schwer. Genau, vielleicht frage ich sie, was sie kochen würde und gebe ihr einfach ein paar Zutaten. So, gucken, was passiert. Ein bisschen mal was anderes. Andere Wege gehen, da bin ich ja auch dafür, meine Damen und Herren. Einmal keine Sachen füllen. Exakt. Die traditionellen das Wege. Meine Damen und Herren ist auch so der Moderator aus den 80ern, ne? Ja, und aus jeder heute laufenden Kochsendung. Ist das so, sagen die die ganze Zeit immer meine Damen und Herren? Viel, ja. Also jedenfalls das, was ich so... Ich gucke nicht so oft Kochsendungen.
Ist das ja, so? Das gibt's nicht. Also vor 10 Jahren vielleicht auch. Vielleicht habe ich auch das letzte Mal vor 10 Jahren Fernsehen geguckt. Mag sein. Das erklärt's. Ja. Ich mache auch nicht so häufig. Nee, ich jetzt auch nicht so nur genommen, alles online, Leute. Heutzutage. Ja, vielen Dank fürs Mitmachen und Mitkochen. Das war Ala Mesa von Mandu Games, ein Koch-Erzählspiel, das man ernsthaft oder weniger ernsthaft betreiben kann. Aber man sollte schon gerne erzählen wollen. Definitiv. Ab 8 plus, nur nebenbei. Ab und 3 bis 5 Spieler. Okay. Ich ja, das dauert wahrscheinlich sonst zu lange, ne? Ja. 20 Minuten. Da steht dann noch 20 Minuten Spieldauer. Ja. Vielleicht hätte ich vielleicht vorher sagen sollen, ne? Was, wir sollen keine ganze Kochshow machen? Ja, also. Okay, dann sagen wir Tschüss und bis morgen. Tschüss und danke Silke fürs Leiten. Sehr danke gerne. Nadine und Rami für tolle Performance. Woo!